Marvin H. und Robert Z. hatten einen grausamen Plan. Sie wollten ihr Opfer, einen älteren gehbehinderten Mann, töten und seine Leiche im Anschluss im Wald vergraben. Nur weil sie von diesem Vorhaben abließen, lautet die heutige Anklage nicht Mord, sondern schwerer Raub. Denn im vergangenen November haben die Angeklagten diesen Rollstuhlfahrer in seiner Wohnung überfallen. Hier sollen sie ihm sein gesamtes Erspartes abgeknöpft und ihn bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Sie sollen Anfang November des letzten Jahres in Dresden in eine Wohnung eingedrungen sein. Dabei haben sie einen der beiden Wohnungsinsassen erheblich verletzt und anschließend Geld und eine EC-Karte gestohlen. Die jungen Männer kannten ihr Opfer schon länger von der Arbeit. Sie wussten, dass der Rollstuhlfahrer über 15.000 Euro auf dem Konto hat. Weil der Dresdner sich geweigert haben soll, seine EC-Karte samt PIN rauszugeben, schlugen sie auf den Mann ein, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Aber steckte wirklich nur Geldgier hinter der Tat? Oder war sie vielleicht ein geplanter Racheakt? Denn im Laufe der Ermittlungen wurden auch Vorwürfe laut, dass der Rollstuhlfahrer einen der Angeklagten im Vorfeld der Tat missbraucht haben könnte. Ob das tatsächlich Hintergrund des ganzen Geschehens war, das wird die Hauptverhandlung klären müssen. Konkrete Angaben dazu haben die Ermittlungen nicht ergeben. Das Gericht wird sich in den kommenden 7 Prozesstagen mit diesem komplizierten Fall auseinandersetzen müssen. Der 20-jährige Marvin und der 2 Jahre ältere Robert werden zu allen Vorwürfen Stellung nehmen. Das teilte ihre Anwältin am Vormittag mit. Im schlimmsten Fall erwarten sie 15 Jahre Haft.